Servus, hier ist der Flo vom Pomadeshop und ich begrüße euch heute aus unserem Showroom in Ottobrunn, unser Headquarter. Ich mache heute ein weiteres Produktreview für euch. Und zwar werde ich der Spezialist sein für weiche und mittelfeste Pomaden. Und dann zeige ich heute einen meiner absoluten Lieblinge, nämlich die Mary Superlight. Das ist die Kultmarke schlechthin, wenn es um Pomade geht, aus den USA. Mary's, die haben die klassische Mary Superior. Das ist die bekannteste Pomade der Welt. Die geht schon seit den 20er Jahren und wird auch heute immer noch fleißig verwendet. Und seit den 90er Jahren, genauer gesagt 1992, gibt es auch die Mary Superlight. Auch in der orangenen Dose mit einem nostalgischen Design, das so ein bisschen an Baseball erinnert, wegen dieser Sportschrift. Schauen wir mal in die Dose rein. Da glänzt sie uns schon entgegen. Schönes, leichtes Gelb, Vaseline-Farben. Der Glanz kommt durch den hohen Ölanteil zustande, so wie bei den meisten weichen Pomaden. In dem Fall ist es Kokosnussöl. Was auch mit drin ist, Aloe Vera Saft, also beides sehr pflegend für die Haare und macht eben einen richtig sauberen Glanz. Ich selber benutze tatsächlich so weiche Pomaden auch ganz gerne als Standalone-Pomaden, sprich pur, weil meine Haare relativ dankbar zu frisieren sind damit, zum Glück. Und gerade jetzt bei so kalten Temperaturen wie hier im Januar jetzt, hält dann trotzdem auch die Tolle den ganzen Tag. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich sie verwende. Ich bin heute relativ unfrisiert, ich habe noch ein bisschen Restpomade von gestern drin, das kennt ihr ja wahrscheinlich, deswegen ist noch ein bisschen leichter Glanz zu sehen, aber an sich relativ unfrisiert. Auch ich mache mir die Pomade in der Regel nach der Dusche rein, sprich, ich habe noch leicht feuchtes Haar, das werde ich jetzt hier auch mal simulieren, indem ich mir einfach ein bisschen Wasser reinmache. So, noch ein bisschen mehr. Der Grund ist einfach, dass die Haare, wenn sie nass sind, schwerer sind und meine Haare wellen sich ein bisschen und wenn sie nass sind, sind sie schwerer, wellen sich nicht und man kann sie schon mal richtig in die Richtung legen, wie sie dann auch liegen sollen. Und dann die Pomade dazu kommt und die Haare dann langsam trocknen, dann bleibt doch die Pomade dafür, dass die Haare so bleiben, wie sie eben auch nass gelegen sind, nämlich ungewellt. So, die Pomade schaut so aus, Duft ist ja leicht süßlich, relativ dezent, sehr mild, erinnert so ein bisschen an Mary Superior, so ein bisschen pudrig, schön klassisch, aber nicht zu aufdringlich. Dann lege ich einfach mal los. Weiche Pomade, fühlt sich ein bisschen an wie zerlassene Butter, sehr, sehr weich. Dazu sei gesagt, es wird oft empfohlen, von weichen Pomaden weniger zu nehmen, weil sie wie gesagt sehr stark glänzen. Da kann es schon ziemlich fettig teilweise aussehen. Das mögen viele Menschen nicht so gerne. Ich mag es allerdings sehr gerne, wenn es richtig glänzt wie eine Speckschwarte, deswegen spare ich es da auch nicht. Also einen kräftigen Finger voll nehmen, zwischen den Handflächen verreiben, dass es noch geschmeidiger wird. So, und rein damit in die Haare. Richtig schön auch gegen den Strich einarbeiten, dass die Haare von allen Seiten, von oben bis unten, gescheit benetzt sind. Ich nehme sogar noch ein bisschen nach. Wie gesagt, ich mag es, wenn es sehr viel glänzt. Und wiederhole das Ganze einfach nochmal. Dann strömt mich auch gleich schon der milde, dezente Duft, sehr, sehr angenehm. Und man sieht auch schon, wie es glänzt. Also den klassischen Wet-Look-Effekt kriegt man damit auf jeden Fall sehr gut hin. Jetzt ziehe ich mal schnell die Hände ab. Und dann lege ich mit dem Werkzeug los. Kamm. Ich streiche erstmal einfach nochmal einmal schön durch. Das hilft auch nochmal ein bisschen beim Verteilen. Und man kann sich die Haare schon mal schön nach hinten legen. Dann kommt mein Scheitel. Ich trage ihn auf der linken Seite. Auch nicht rasiert wie beim Andi, sondern natürlich gelegt. Jetzt auf der Seite erstmal nach hinten gekämmt, damit die schon mal aufgeräumt sind, die Haare. Und hier vorne mache ich mal so erstmal so einen leichten Schwung. Also ich ziehe von unten in so einer Kreisbewegung erstmal meine Haare so ein bisschen hoch, ein bisschen Volumen reinzubringen. Wenn ich dann sage, es passt einigermaßen, räume ich hier die Haare, die hier zur Seite wegstehen, nun auf. Damit ich es auch einfach nach hinten kämme. Auch die hier hinten nochmal ein bisschen zur Seite kämme, damit der Scheitel wieder besser rauskommt. Und dann merkt man schon, hier vorne bildet sich das Volumen für eine schöne Tolle. Und jetzt halte ich auch hier oben fest und ziehe einfach von unten schön mit dem Kamm nach oben. Und lege es mir nach hinten weg. Nachziehen, dann kriegt man noch ein bisschen schöner Form hin. Und wie ihr seht, kann man, wenn man die richtige Menge nimmt, auch mit einer weichen Pomade und relativ dankbare Haare hat wie ich, auch eine schöne Frisur hinzaubern, die jetzt vielleicht im Sommer bei heißen Temperaturen so um die 30 Grad nicht
wunderbar hält, aber jetzt gerade im Januar auch den ganzen Tag über halten kann. So, dann bin ich auch, glaube ich, soweit zufrieden. Passt, wie ihr seht, glänzt wie Sau. Das finde ich aber geil. Steht nicht jeder drauf. Man kann auch einfach nur eine Fingerspitze voll benetzen, ungefähr so viel und ein bisschen was in die Haare tun, so rein für die Pflege, weil wie gesagt, Kokosöl und der Aloe Vera Saft sind sehr pflegend für Haare und Kopfhaut. Oder eben als Glanztropper über eine feste Pomade, wenn man es vom Halt her ein bisschen kräftiger braucht, aber auf den Glanz nicht verzichten möchte. Wie ihr alle wisst, ist natürlich die Basis für eine geile Pomadenfrisur erstmal der Schnitt. Und ihr wisst selber, wo ihr den bekommt, in eurem bevorzugten Barbershop oder Friseur. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ihr wollt unbedingt die Mary Superlight auch mal ausprobieren, fragt doch einfach mal vor Ort nach, ob die da haben und lasst euch die gleich mal einarbeiten vom Profi. Nehmt am besten noch eine mit für daheim dann. Ja, und das wäre es dann soweit erstmal zu Mary Superlight. Ich sage auf Wiederschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und schöne Grüße hier aus Ottobrunn und vom Pomadeshop und vom Flo.